Einen wunderschönen guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass Sie trotz des morgigen Feiertages und des wunderbaren Wetters, was ja wirklich auf die Hofgartenwiese verlockend zieht, heute bei uns sind. Mein Name ist Enrico Fels. Ich darf Sie sehr herzlich im Namen auch heute Abend wieder der vier Organisationen begrüßen. Die vier Organisationen sind das CASIS, das Center for Advanced Security Strategic Integration Studies, die Konrad-Adenauer-Stiftung, die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit und das Forschungsnetzwerk Sichtraum. Das sind die vier Organisationen, die die Ringvorlesung zum Weltraum durchführen. Nach den Sternengreifen der Weltraum als Wirtschafts-, Lebens- und Wettbewerbsraum im 21. Jahrhundert. Darum soll es auch heute wieder gehen. In den vorangegangenen Veranstaltungen zu den astropolitischen, historischen, rechtlichen Hintergründen dieses strategischen Wettbewerbs im Weltraum wurde das Thema des heutigen Abends immer wieder gestreift, allerdings nicht wirklich vertieft: die zunehmende Militarisierung des Weltraums. In den zurückliegenden Abenden unserer Weltraum-Ringvorlesung wurde deutlich, dass moderne Gesellschaften wie die unsere enorm von den weltraumgestützten Infrastrukturen und den durch sie bereitgestellten Diensten abhängig sind. Zugleich nutzen Staaten diese Infrastrukturen, auch das hatte ich mehrfach betont, als Verstärker, als Multiplikator, als Plattform für militärische, politische und wirtschaftliche Macht. Hierbei spielt auch zunehmend die Platzierung von Waffen oder, Sie erinnern sich vielleicht an die Vorlesungen von Antje Nötzold, die Platzierung von waffenähnlichen Systemen. Hier kommt das Stichwort Dual Use, also ein Roboter, der in der Lage ist, Weltraumschrott zu entfernen, kann auch genutzt werden, um einen gegnerischen Satelliten aus der Umlaufbahn zu entfernen, kommt eine enorme Rolle zu, sodass die Aufrechterhaltung der im Weltraumvertrag von 1967, das hat Christoph Beischel in der letzten Woche schön ausgeführt, die friedliche Nutzung des Weltraums sozusagen gefährdet ist. Und diese friedliche Nutzung, das ist in der letzten Woche bereits angeklungen, ist auch enorm bedeutsam für die Wahrung von Sicherheit und Frieden auf der Erde. Bereits die vorangegangenen Vorträge haben verdeutlicht, dass neue Akteure, Programme und Technologien die gegenwärtig bestehenden Vereinbarungen im Weltraumrecht mehr oder weniger offen in Frage stellen. Herr Beischel hat unter anderem über die Artemis-Accords gesprochen, den unzureichenden Status beim Mondvertrag, wo nicht genug Akteure mitwirken. Zugleich ist die Versicherheitlichung des Weltraums bereits in vollem Gange. Und wenn man ganz streng ist, sogar allein durch diese Ringvorlesung betreiben wir das. Wir weisen darauf hin, dass die Aktivitäten im Weltraum sicherheitspolitische Auswirkungen haben, weswegen wir diesen Bereich stärker in den Blick nehmen sollten. Die ebenfalls zunehmende Militarisierung und noch weitergehend womöglich sogar zunehmende Bewaffnung, also Aufrüstung im Weltraum, beziehungsweise der dort platzierten weltraumgestützten Infrastruktur, ist angesichts vorhandener Regelungslücken, das hat Herr Beischel aufgezeigt, des Weltraumrechts und der enormen Verwundbarkeit von kritischen beziehungsweise aus sicherheitspolitisch-militärischer Sicht sehr bedeutsamen Satelliten ein überaus ernstes Problem. Wenn diese kritische Infrastruktur ausfällt, haben viele Akteure auf der Erde enorme Probleme, darunter auch die europäischen Länder. Der Dual-Use-Charakter bestimmter Systeme verschärft dabei die Lage. Im Grunde haben wir eine Situation, in der immer mehr groß- und technologische Mittelmächte von der weltraumbasierten Infrastruktur abhängig sind, diese wiederum schützen wollen und dabei just, hier kommt das Sicherheitsdilemma von John Hertz ins Spiel, die anderen Akteure ihrerseits zu Maßnahmen drängen, um die Sicherheit der eigenen Systeme und ihrer Funktionen voranzutreiben. Welche Hindernisse, welche Chancen bestehen angesichts dieser Entwicklung für eine effektive Rüstungskontrolle im All? Denn diese ist notwendig. Welche möglichen Bedrohungen durch Weltraumwaffen oder weltraumwaffenähnliche Systeme gibt es eigentlich? Und wie können die unterschiedlichen Interessen von zentralen Akteuren im Bereich Weltraum bestmöglich vereinbart werden? Und ich erinnere hier an den großen IB-Theoretiker Hans Morgenthau, der argumentiert hat, dass das nationale Interesse eines Staates am besten dann erfüllt werden kann, wenn die nationalen Interessen der anderen Akteure mitgedacht werden. Das ist, sagte er, nicht nur ein vernünftiger Zweck im Sinne der politischen Ethik des Realismus, sondern es ist, daran erinnert er uns, in einem Zeitalter der möglichen nuklearen Waffenführung ein Zweck oberster menschlicher Rationalität. Es gilt also darum, dieses Wettrüsten im All einzuhegen, die strategische Rivalität auf die ein oder andere Weise zu verregeln, zu verrechtlichen.
Ich freue mich sehr, dass wir mit Professor Dr. Götz Neuneck, einen führenden Experten auf dem Gebiet der Rüstungskontrollforschung im Weltraum, heute Abend bei uns hier in der UN und Bundesstadt Bonn haben. Die beruflichen Stationen und ausgeübten Funktionen von ihm sind überaus zahlreich und ich werde nicht alle benennen können, dafür würde die Zeit nicht reichen, aber einige Schlagworte möchte ich doch gerne benennen. Professor Neuneck hat Physik in Düsseldorf studiert und in Mathematik in Hamburg promoviert. Von 2008 bis 2019 war er stellvertretender wissenschaftlicher Direktor des renommierten Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg, das IFSH, und Professor an der MINT-Fakultät der dortigen Universität Hamburg. Dort hat er auch die Leitung der Forschungsgruppe für Rüstungskontrolle und neue Technologien inne. Er ist Mitglied des Councils der PACWASH Conference on Science and World Affairs und Co-Vorsitzender der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler sowie Sprecher des Arbeitskreises Physik und Abrüstung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft. Die Moderation der anschließenden Fragerunde übernimmt freundlicherweise mein geschätzter Kollege Dr. Cedric Biergans, der ausnahmsweise aus der Elternzeit zu uns gekommen ist, weil er sich den Vortrag von Professor Neuneck nicht entgehen lassen wollte. Vielen Dank, lieber Cedric, dass du da bist. Er ist Referent für Sicherheitspolitik und Bundeswehr beim Büro Bundesstadt Bonn der Konrad-Adenauer-Stiftung. Lieber Herr Neuneck, vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, heute Ihre Expertise zum Thema mit uns zu teilen und zum Thema Hindernisse und Chancen für eine effektive Rüstungskontrolle im All zu referieren. Vielen herzlichen Dank. Schön, dass Sie da sind. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch diejenigen, die später sich das Video mal anschauen sollten, herzlichen Dank erstmal für die freundliche Vorstellung, Herr Fels, und Glückwunsch, dass Sie zu diesem sehr interessanten, aber auch komplexen Thema eine Veranstaltungsreihe machen. Sie haben im Grunde nur das Wesentliche schon gesagt, ich versuche aber als Physiker an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen tiefer zu bohren, ohne hoffentlich den Blick für die entscheidenden Fragen, nämlich den Erhalt von Frieden und Sicherheit, zu gewährleisten, zu kommen. Auch vielen Dank an die Stiftungen, die sich für dieses Thema interessieren. Wenn man, wie ich nun, 30, 40 Jahre erlebt hat, wie die Rüstungskontrolle sich entwickelt hat, positiv entwickelt hat, aber jetzt in großen Schwierigkeiten ist, dann ist es für einen selbst auch eine Herausforderung, zu diesem Thema Wichtiges zu sagen, und ich überlasse Ihnen letztlich dann die Bewertung, was zu tun ist und wer vor allen Dingen die Initiative ergreifen muss, denn wir haben es hier zu tun mit einem Thema, was für viele ja irgendwie weit weg liegt. Thema ist Hindernisse und Chancen für eine effektive Rüstungskontrolle im Weltraum. Ich habe 5 Schritte, die ich mit Ihnen gehen möchte. Vorab aber steckt schon in dem Titel eine ganze Masse Problematik selbst drin, denn Hindernisse gibt es en masse und sie nehmen zu. Das ist das Erste, was wir uns alle merken müssen. Das heißt aber auch, die Chancen werden natürlich in gewisser Weise wieder größer, aber auch die Gefahren, die damit verbunden sind, sind, weil Rüstungskontrolle nicht mehr in der am Ende des Kalten Krieges exerzierten Weise genutzt werden. Deswegen gibt es Schwierigkeiten. Effektive Rüstungskontrolle ist eine sehr, sehr hohe Forderung, weil es davon abhängt, was man unter effektiv versteht. Ich verstehe jetzt einfach nur erstmal darunter, dass man A, willens, B, in der Lage und C, auch technisch und juristisch in der Lage ist, Rüstungskontrolle durchzuführen. Dazu braucht man Verifikation, dazu braucht man zumindest ein Minimum an Kooperation. Rüstungskontrolle funktioniert nicht im Krieg. Sie funktioniert nur dann, wenn es rationale Partner auf beiden Seiten gibt. Wobei ich davor warne zu sagen, der Partner A ist nicht rational und der Partner B ist rational. Sie haben im Grunde genommen schon auf das alte Sicherheitsdilemma Bezug genommen, das ja mehr oder weniger auch sagt, dass man eben auch die Rolle des anderen dabei berücksichtigen muss und dass diese Debatte natürlich historisch im Wesentlichen durch die
Möglichkeit der vollständigen Auslöschung der Menschheit nach 1945 durch das Aufkommen der Atombombe artikuliert worden ist. Und deswegen hat man im Grunde genommen moderne Rüstungskontrolle erfunden, um einen Atomkrieg zu verhindern. Und weitere gefährliche und für beide Seiten schädliche Aktionen zu verhindern. Und das bezieht sich natürlich in erster Linie auf die Nuklearwaffen, es bezieht sich auch auf konventionelle Waffen, wobei beides verbunden ist, das bezieht sich auf bestimmte Regionen, ich komme darauf nochmal zu sprechen. Es sind heute auch noch einige Rüstungskontroll- und Abrüstungsverträge durchaus aktiv, aber die wichtigsten bilateralen, also die zwischen den USA und Russland, sind mehr oder weniger alle nicht mehr aktiv. Was nicht heißt, dass wir trotzdem viele Erfahrungen gesammelt haben damit und dass es durchaus Chancen gibt, auch wieder zurückzukehren auf einen abgestimmten, rationalen Weg, um Rüstungskontrolle im Weltraum zu machen. Der Weltraum ist eine besondere Domäne, sowohl physikalisch und technisch. Und ich habe vorhin schon, bevor wir hier unsere Probleme hatten, darauf verwiesen, dass für viele der Weltraum ja irgendwie weit weg ist. Aber 100 Kilometer ist nicht sehr viel. Und Satelliten bewegen sich ständig über Staatsgrenzen hinweg und sammeln viele Informationen, die andere eben nutzen. Und die Bedeutung, darauf hat der Fels ja auch schon verwiesen, nimmt eigentlich jetzt im Augenblick auch wieder durch neue Akteure, durch neue Technologien, durch neues Interesse zu. Wir werden da im Einzelnen drauf zu sprechen kommen. Der erste Punkt, Erfahrung aus dem Kalten Krieg. Es hat den großen Atomkrieg nicht gegeben. Es hat am Ende sehr viele Rüstungskontrollverträge gegeben. Was sind überhaupt die Weltraumbedrohungen? Ich bin ein Physiker und normalerweise beginnen die Naturwissenschaftler erstmal zu fragen, ja, was sind denn reale Bedrohungen? Und Sie haben ja schon auf die Vorredner verwiesen, die darauf hingewiesen haben, dass allein die Definition einer Waffe im Weltraum nicht einfach ist. Aber sie ist möglich. Neue Weltraumpolitik, die Hauptakteure auch in dem geopolitischen Wettbewerb sind die USA, die Russische Föderation, China und auch die EU spielt eine gewisse Rolle, auch noch weitere Staaten. Wie kann man Rüstungskontrolle im Weltraum organisieren? Was wurde bisher getan? Welche Verbotstatbestände gibt es? Und was muss man jetzt tun, damit es eine stabilitätsbildende Funktion hat? Herr Fels hat schon darauf verwiesen, auf Akteure, Interessen und ich würde noch hinzufügen, Aktionsbereiche. Die Weltraumgroßmächte habe ich gerade genannt. Weltraum ist eben auch eine Prestigeangelegenheit. Sie ist wichtig für die Autonomie einzelner Funktionen, Kommunikation, Navigation. Man kann aber auch Macht projizieren durch den Weltraum, durch Satellitennutzung werden viele zivile und kommerzielle Zwecke heutzutage für jeden einfach abrufbaren Handy oder abends in der Wettervorhersage genutzt, auf die wir nicht mehr verzichten können. Aber es gibt eben auch militärische Aktionen, Möglichkeiten und Anstrengungen. Es gibt ungefähr 10 Staaten, man kann diskutieren, die überhaupt in der Lage sind, in den Weltraum zu kommen. Das ist nicht ganz trivial, weil nicht jeder Staat ist in der Lage, eine Mittelstreckenrakete zu verwenden und dort kleine Nutzlasten hoch zu transportieren. Das ist ein weitaus größeres Umfang, als nur eine Rakete zu haben. Sie brauchen Bodenstationen, sie müssen so etwas lenken können, sie müssen Satelliten verfolgen gehen, die fliegen um die Erde und so weiter und so weiter. Aber 10 Staaten haben es inzwischen geschafft, Nutzlasten in den Weltraum zu bringen. Das ist nicht viele. Und das zeigt auch, dass man eigentlich Rüstungskontrolle machen kann, weil die Zahl der Akteure, die bestimmte Fähigkeiten haben, erstmal begrenzt ist und auch klar ist. Man weiß, wer das kann. Es gibt auch ein UN-Abkommen, in dem die Staaten Daten melden müssen zu Raketenstarts. Interessant ist natürlich, was in der Nutzlast drin ist. Und das melden die Staaten nicht immer und sagen auch nicht mehr unbedingt, welche Nutzlast da drin ist. Und da kommen wir jetzt zu dem Dual-Use-Problem. 60 Staaten betreiben Satelliten. Man muss nicht unbedingt Zugang zum Weltraum haben, ein lukratives Geschäft inzwischen, Nutzlasten in den Weltraum zu transportieren. Indikatoren für Weltraummacht sind Trägersysteme, die Fähigkeit zur Navigation, Aufklärung, Kommunikation
Und Herr Fels hat auch schon darauf verwiesen, dass das alles zusammenhängt mit Infrastrukturen am Boden und der Beherrschung von bestimmten Technologien, die Sie nun mal kennen und können müssen. Die Herausforderung heute, anders als vor 20, 30, 40 Jahren, ist das, was man Space Situational Awareness nennt, also die Fähigkeit, auch zu verstehen, was ist im Weltraum überhaupt los? Wie machen Sie das? Radars, weitere Satelliten und so weiter. Das können auch nicht so viele Staaten. Auch darauf muss man verweisen. Wir sehen inzwischen, Satelliten sind nicht mehr nur passiv, in dem Sinne eine Optik haben und nach unten gucken und die Daten sammeln und irgendwo hin transferieren, sondern es gibt auch Service im Orbit. Das heißt, auftanken von Satelliten, annähern, mit Greifarmen reparieren. All daran arbeitet man. Teilweise ist es auch schon getestet und auch gemacht worden. Das zeigt aber auch, dass es hier ein hohes Dual-Use-Potenzial gibt. Sie können natürlich damit nicht nur Satelliten, sagen wir mal, wieder heranziehen und zum Absturz bringen, was gut wäre, wenn die Satelliten nicht mehr funktionieren, um das Weltraumschrottproblem zu verringern, sondern sie können eben auch die Optiken verdrehen, sie können sich nähern und daran sieht man sozusagen das Dual-Use-Potenzial. Es gibt immer mehr Satellitenkonstellationen, wenn man sich das anschaut, wie viel SpaceX mit einem einzigen Start nach oben bringt, teilweise Hunderte und insgesamt an die 7000 Satelliten, dann, und diese Satelliten kommunizieren auch teilweise miteinander, dann ist das ein ziemliches Unterfangen. Da geht es um Kommunikation letztlich und um Navigation, Robotik. Aber es gibt natürlich auch inspirierende Dinge wie Mondlandung, Marslandung, so wie das auch im Kalten Krieg war, eigentlich als Cookie für jegliche Aktivitäten, die immer als zivil ausgegeben wurden, aber auch hier letztlich einen militärischen Hintergrund hatten. Und es gibt auch nicht nur die großen 4 oder 5 plus Japan, Indien und so weiter, sondern es gibt auch kleinere Staaten, Nordkorea, Südkorea, Iran, Brasilien, Pakistan, die durchaus auch in diese Technologien investieren. Wichtig ist für jegliche völkerrechtliche Bestimmung, dass der Weltraum im Weltraumvertrag, der auch gerade genannt worden ist von 1967, redet von einem hoheitsfreien Raum. Also im Gegensatz zu den Staatsgrenzen und dem nationalen Territorium soll der Weltraum allen Menschen zur Verfügung stehen, und zwar zur friedlichen Nutzung. Das ist die Ambition, die da drin steht. Und damit ist der Weltraumvertrag ein sehr wichtiges Dokument, bei dem man jetzt natürlich darüber streiten kann, ob das in dieser Form immer eingehalten wird. Es gibt Institutionen, über die, wenn wir Zeit haben, noch ein bisschen reden können. Und es gibt tatsächlich inzwischen wieder vermehrt Tests, die die Fähigkeit, bestimmte Aktionen im Weltraum zu machen, um unter Umständen auch in diesem staatsfreien Raum, wie man so schön sagt, tatsächlich Satelliten ja, funktionsunfähig zu machen. Drücken wir es mal so auf, im schlimmsten Falle zerstören, aber auch zu manipulieren. Das sind die Herausforderungen, die es heutzutage gilt. Und da gilt es, dafür Antworten zu finden. Wir müssen auch immer sehen, dass es, was Raumfahrt angeht, generell destabilisierende und stabilisierende Elemente gibt. Destabilisierend ist natürlich Spionage, obwohl viele Staaten Spionage betreiben, aber im einzelnen Staat ist Spionage der anderen Seite verboten. Destabilisierend sind Weltraumwaffen, würde ich jedenfalls zumindest erstmal behaupten. Destabilisierend sind auch Waffen im Weltraum überhaupt einzusetzen, weil sie dadurch enorme Trümmerwolken erzeugen. Darauf komme ich noch kurz zu sprechen. Und natürlich werden Aufklärungssatelliten oder Navigationssatelliten oder Kommunikationssatelliten auch im Krieg verwendet, indem zum Beispiel durch GPS Marschflugkörper gesteuert werden können oder Lagebilder erzeugt werden können. Der Anteil dieser Technologie am Ukraine-Krieg ist sehr hoch, aber er ist eben indirekt. Man könnte jetzt über einzelne Dinge, die dort passieren, reden, in denen meine Interpretation ist, dass ohne die Lieferung von Daten, und das kann die Ukraine nicht alleine, wahrscheinlich einige Dinge im Bereich Raketenabwehr und Aufstellung des Gegners nicht wüssten. Also wir reden immer nur über Flugzeuge und Drohnen und so weiter, aber die brauchen auch eine Weltraumkomponente. Und die ist natürlich in meinem Verständnis, diese Technologien sind destabilisiert. Sie sind aber eben auch
stabilisieren. Sie haben einen hohen gesellschaftlichen Nutzen. Stichworte Kommunikation, Navigation, Fernerkundung. Auch in Krisen ist es sehr wichtig, von Erdbeben Bilder zu bekommen und so weiter. Internationale Zusammenarbeit, ganz wesentlicher Punkt. Irgendwann hat man uns mal gefragt, wann ist eigentlich, beginnt der Kalte Krieg wieder? Und da haben einige spontan gesagt, wenn die ISS, die russischen Besatzungen von Bord gehen. Das ist bisher noch nicht passiert. Ja? Aber es ist diskutiert worden. Und Herr Rogozin, ehemaliger Koordinator für das russische Raumfahrtprogramm, hat gesagt, wir beteiligen uns nicht mehr an der ISS in Zukunft. Ob das so sein wird, wird man sehen. Aber man sieht auch, zivile Anwendungen, internationale Kooperation haben auch eben eine geopolitische Komponente. Verifikation von Verträgen, ganz entscheidend. Denn ohne aufs Detail einzugehen, START-Verträge, wo es um strategische Träger geht und um Sprengköpfe, können letztlich nur, die Vertragseinhaltung kann nur durch weltraumgestützte Aufklärung tatsächlich bestätigt werden. Es gibt Inspektionen auf dem Boden. Die sind jetzt unterbrochen beim New START-Vertrag zwischen Russland und USA, wie überhaupt die Rüstungskontrolle zwischen beiden unterbrochen ist. Aber die Inspektionen sind ganz wichtig. Man nennt das National Technical Means. Da geht es einfach simpel darum, festzustellen, wie viele Silos gibt es, wie viele Großwaffensysteme gibt es. Die Sprengköpfe kann man gar nicht selber sehen, aber man kann die Raketen sehen, jedenfalls die großen, also die strategischen. Und da ist Verifikation aus dem Weltraum extrem stabilisierend. Das sind Punkte, die es zu erhalten gibt. Wenn wir die aufgeben, dann leben wir tatsächlich in dem, was man Weltraumkrieg bezeichnen würde, dass man sich gegenseitig der Möglichkeiten beraubt. Ich will hier nicht auf die Details eingehen. Jedem ist intuitiv klar, dass die Zahl der Objekte im Weltraum unglaublich zunimmt. Ich habe schon gesagt, SpaceX, ein einziger Start, hunderte von Satelliten. Es gibt eine Datenbank, die das zählt. Man redet davon, dass es uns ungefähr 5.500 aktive Satelliten gibt. Es geht dramatisch hoch. Die USA sind sicherlich führend auf dem Sektor. Auch die kommerziellen Anbieter spielen da natürlich eine Rolle. USA, Russland sieht man 172 aktive Satelliten. Ist schon nicht mehr so viel. 540 im Augenblick durch China. Man sieht, wer hier sehr stark investiert. Hier ist noch nicht unterschieden zwischen den militärischen und über den und den zivilen. Und insgesamt gibt es auch viele andere Staaten, die eben Satellitendienste kaufen und auch Satelliten betreiben. Wichtig ist für jegliche Debatte über die Weltraumproblematik, dass Satelliten sich, Keplersche Gesetze, auf bestimmten Umlaufbahnen befinden. Low Earth Orbit, also niedriger Erdorbit zwischen 80 Kilometern, sehr flach, stürzt auch gleich ab, aber da beginnt auch die Flugbahn eines Satelliten, der um die Erde kreisen kann, bis 1700 Kilometern. Der mittlere Erdorbit bis 10.000 Kilometer, da befinden sich im Wesentlichen die GPS-Satelliten. Und dann gibt es den elliptische Orbit, das sind dann sehr exzentrische Flugbahnen und die haben einmal einen sehr nahen Punkt an der Erde und einen sehr weiten Punkt. Und dann geostationäre in ungefähr 75.700 Kilometern, weil diese Satelliten sich genauso schnell bewegen wie die Erde selbst, stehen sie vermeintlich um an einem Punkt und können dann mehr oder weniger mindestens ein Drittel der Erde ständig sehen. Und die sind natürlich von großer Bedeutung. Als wir angefangen haben, Studien zu machen am IRIS-H dazu, vor 10 Jahren, 2007, haben wir einige Studien gemacht. Da habe ich noch gesagt, dass es Weltraumwaffenwirkungen im Geo, also im geostationären Orbit, sind sehr schwierig. Inzwischen gibt es bestimmte Bewegungen von russischen, chinesischen, auch amerikanischen Satelliten, die nur dazu da sind, andere Satelliten zu beobachten, sagen wir mal so. Man sieht, inzwischen hat sich die Wirkung, militärische Wirkung bis in den geostationären Orbit tatsächlich entwickelt. Man kann auch hier in der untersten Leiste sehen, dass es die USA, das sind die Zahlen, die USA sind da sehr transparent in ihren Zahlen, dass es da gar nicht so viele zivile Satelliten gibt, aber sehr viele kommerzielle Satelliten gibt. Einige reine Regierungssatelliten und militärische Satelliten. Und teilweise eben die kommerziellen, einfach um Geld zu verdienen. Und das ist inzwischen ein lukratives Geschäft, zumindest wenn es um die Kommunikation und um die Navigation geht. Kurz zum Kalten Krieg. Die entscheidenden Technologien sind die Raketentechnologien. Die haben sich seit dem Sputnik enorm entwickelt. Sie wissen,
faszinierenderweise, dass SpaceX seine Stufen wieder landen kann, dort, wo sie ursprünglich mal abgeschossen worden sind oder auf bestimmten Plattformen. Satellitentechnologien haben sich sehr entwickelt. Wir sehen dieses schwarz-weiß Foto links. Das ist eine der ersten Aufnahmen eines einer russischen Flugbasis aus dem Weltraum. Vorher hat man das nur mit U-2 und mit Flugzeugen machen können. Irgendwann mal hat man mit dem Corona-Programm aus dem Weltraum spioniert auf der anderen Seite und wusste ziemlich genau, wie gut das ist. Ich würde das als stabilisierend bezeichnen. Das hat sich natürlich auch weiterentwickelt, enorm weiterentwickelt, indem Sie diese Daten teilweise live direkt abfragen können. Das hat ein Wettrüsten im Weltraum gegeben, vom Sputnik bis zur Mondlandung. Es hat auch Weltraumstationen gegeben, wie man hier unten links sieht, eine amerikanische und eine russische militärische Weltraumstation. Das war übrigens die Idee von Werner von Braun. Sie erinnern sich vielleicht noch an das erste Bild oben, das Schwarz-Weiß-Foto. Das war seine Idee. Nicht nur die Saturn V, die einzige zivile Rakete war, die je gebaut hat. Alle neun anderen, an denen er sich beteiligt hat, waren alles auch militärische Systeme, die aber auch für die friedliche bemannte Raumfahrt benutzt worden ist. Auch diese Weltraumstationen sollten militärisch sein. Das hat man aber nie tatsächlich gemacht. Es hat nie Soldaten an Bord gegeben. Aber die Russen haben dieses Programm gehabt. Es ist dann erst unter Gorbatschow beendet worden. Sie hatten so etwas wie allerdings teilweise auch Maschinengewehre an Bord. Also daran sieht man nochmal so den negativen Geschmack des Kalten Krieges, der dann zu Ende war, als Apollo und Sojus 1973 zusammen gekoppelt sind und die Besatzungen sich um den Arm gefallen waren. Dann konnte man sagen, ist der Kalte Krieg eigentlich wirklich zu Ende. John F. Kennedy hat in einem internen Gespräch mit James Webb, der Mann, der dem Teleskop den Namen gegeben hat, gesagt, alles, was wir tun sollten, um gezwungen zu werden, das Space Race zu führen, ist wirklich vor den Russen auf dem Mond zu sein. Das war der Anspruch. Also nicht nur for all humanity, sondern auch militärisch. Ansonsten sollten wir nicht zu viel Geld ausgeben, denn ich bin nicht am Weltraum interessiert. Ja, das sagt John F. Kennedy. Die einzige Rechtfertigung für die Kosten ist, weil wir hoffen, die Sowjetunion zu schlagen und zu zeigen, dass anstatt ein paar Jahre hinter ihnen zu liegen, bei Gott, wir sie überholt haben. Also man sieht, das war ein klarer Rüstungswettlauf. Auch die Mondlandung. Bei allem Positiven, was über die Mondlandung zu sagen ist. Ich bin persönlich ja selbst auch die Generation Apollo und mich hat es auch fasziniert, was dort alles zu der damaligen Zeit und auch später gemacht worden ist. Ich habe schon darauf verwiesen, ich habe nicht zu viel Zeit, um bei allen Folien im Detail zu bleiben. Diejenigen, die es interessiert, können die auch gerne haben, wie auch immer. Er hat ein enormes Dual-Use-Potenzial. Ja? Also angefangen von den Raketen, die zivile Raketen sind, die sich inzwischen durchaus auseinanderentwickelt haben. Also eine SpaceX-Rakete Falcon 9, die auch militärische Satelliten hochtransportieren kann, ist eine zivile Rakete, aber sie kann auch militärische Nutzlasten transportieren. Und Elon Musk, der von der gesamten Jugend angebettelt wird, hat auch neulich erklärt, er sei bereit, auch für Militärs von anderen Staaten, also nicht nur den USA, militärische Nutzlasten hochzutransportieren. Also da sieht man, dass auch die kommerziellen Anbieter nicht so furchtbar viel Interesse haben, ne, und klare Unterscheidungen zu machen zwischen der friedlichen und der militärischen Nutzung, wenn es eben Geld bringt. Navigationssatelliten nutzen wir im Auto, aber sie werden auch genutzt in Marschflugkörpern. Kommunikationssatelliten benutzen wir fürs Fernsehen, aber sie haben auch Möglichkeiten der Power Projection, einfach durch Signale, die sie in anderen Ländern hineinstrahlen können. Die Erderkundung ist Fernerkundung für die Geophysik und andere wichtig, aber sie kann auch für Spionage benutzt werden. Dieselben Optiken, mehr oder weniger. Die bemannte Raumfahrt dient der Wissenschaft, aber eben auch zeigt, Menschen sind im Weltraum und meistens sind ausgebildete Piloten. So ein großer Zufall ist es eigentlich nicht. Wissenschaftler gibt es auch, aber
man muss da manchmal genau hingucken und sich die Biografien anschauen. Dann sieht man auch hier dieses Dual-Use-Potenzial. Und ich habe auch schon an den Dual-Use von manövrierbaren Satelliten erinnert, in denen es eben durch die Servicefunktion durchaus auch möglich ist, daraus eine Weltraumwaffe zu bauen. Das ist nicht verboten. Der Weltraumvertrag, Artikel 4, sagt eindeutig, der Transport von Massenvernichtungswaffen, also Nuklear-, B- und C-Waffen, in den Weltraum ist verboten. Das ist schon mal gut. Sonst würde es ja bedeuten, dass Atomsprengköpfe über unsere Köpfe hinweg transportieren werden können. Kleine Ausnahme, Interkontinentalraketen, die größtenteils von der Erde durch den Weltraum fliegen und dann nach 30 Minuten oder weniger in ihren Ziel einschlagen. Also auch hier gibt es eine gewisse Ausnahme. Und dann gibt es das, was wir Space Surveillance nennen, also Aufklärung, die eben auch für die Waffensteuerung verwendet werden kann. Aber auch für die Aufklärung gegenüber von Weltraumtrümmern. Man möchte ja, wenn man Satelliten hochtransportiert, nicht, dass die von anderen Satelliten zerstört werden, indem man sich auf Kollisionskurs begibt und dann gegen zusammenstößt. Ja? Das möchte man eigentlich nicht. Ist aber schon mehrmals passiert, dass Satelliten, ohne dass die Betreiber es wussten, tatsächlich zusammengestoßen sind. Und das muss man natürlich beobachten können. Aber das sind auch nicht viele Staaten, die das tatsächlich können. Gut, russische Kontrolle im Kalten Krieg. Was sind die Lektionen? Das teure und gefährliche Wettrüsten, insbesondere auf diesen Gebieten, strategische Sprengköpfe, Trägersysteme, konventionelle Streitkräfte, ist beendet worden durch Verträge. Und auch dieses sehr teure und gefährliche Wettrüsten ist beendet worden. Jetzt haben wir wieder eine Debatte, dass ein Wettrüsten wieder im Gange ist. Man müsste sehr genau hinschauen, was man jetzt darunter versteht. Ja? Sowohl technologisch, Stichwort künstliche Intelligenz, bestimmte neue Waffen, Trägersysteme, Überschallwaffen. Das sind so die Dinge, die man im Augenblick in Bezug auf Wettrüsten diskutiert. Neue Sprengköpfe leistet sich Nordkorea, möglicherweise China. Andere verbessern ihre Sprengköpfe. Das wird im Allgemeinen als Modernisierung aufgegeben, kann aber durchaus einen Unterschied machen. Also auch hier Vorsicht, nur eine quantitative Blickwinkel, so wie es in der Russenkontrolle im Kalten Krieg war, alleine reicht nicht. Es waren letztlich die ökonomischen Ausgaben und die horrenden Schäden, die zur Einsicht zwangen, auch Russland und die USA eben keine Weltraumwaffen zu stationieren. Die Russen haben es auch mal mit einem bestimmten System, koorbitalen System, mal versucht, haben es dann aber aufgegeben. Sie haben Tests gemacht, auch die Amerikaner haben Raketen unter Flugzeuge gehängt und mal so einen Satelliten abgeschossen. Aber sie haben dann am Ende gesagt, nee, das ist uns zu gefährlich, wir verunreinigen die Orbits und wir wollen... Wir machen viel schlimme Dinge, aber daran trauen wir uns nicht ran. Das ändert sich inzwischen wieder ein bisschen. Es gab damals viele Widerstände, die überwunden werden müssten. Zum Beispiel das ewige Argument für Weltrüstungskontrolle, oder überhaupt für Rüstungskontrolle, kann man denn das auch überprüfen? Also wenn Russland sagt, was sie getan haben in Genf 2003, einen Weltraumvertrag vorgeschlagen, dann kommen natürlich die Kritiker aus dem Westen und sagen, ja, aber es muss auch überprüft werden. Im Kalten Krieg war das gar nicht möglich. Jetzt inzwischen hat man da einige Erfahrungen gesammelt. Gut, letztlich haben die USA und die UdSSR, etwas anderes als Russland heute, haben sich geeinigt und haben auch in den jeweiligen Regierungen und auch bei den Experten sehr viel Wissen und Kultur, was Verifikation und was Aufklärung und was Rüstungskontrolle angeht, geschaffen. Das ist erodiert. Wir haben es eigentlich nicht geschafft, eine umfassende, verbindliche Rüstungskontrollarchitektur aufzubauen. Und ich rede jetzt noch nicht von den Herausforderungen, die es auch noch gibt. Stichwort Iran, Nordkorea, der Mittlere Osten und Südasien sind ja auch Regionen, in denen es auch Leute gibt, die sagen, wir müssen auch da rein investieren. Gut, ich habe hier schon viel Zeit verloren. Ich versuche jetzt ein bisschen schneller vorzugehen. Was sind die Weltraumbedrohungen? Ich lasse mal die natürlichen Gefahren weg. Die gibt es nämlich auch, aber die sind ja nicht menschengemacht. Sonneneruptionen, Weltraumwetter oder abstürzende Satelliten oder Meteoriten oder Asteroiden oder so etwas. Es geht um die Weltraumrüstung.
Es geht um die Kriegsführung aus dem Weltraum. Ich überspringe das mal, damit ich ein bisschen Zeit spare. Mögliche Weltraumwaffen muss man immer definieren, von wo sie kommen und wohin die Wirkung geht. Also Earth-to-Space-to-Earth-Systeme sind die bekannten Interkontinentalraketen, von denen ich sprach. Space-to-Space sind Systeme, die sie im Weltraum stationieren, also quasi, sagen wir mal, Minen im Weltraum oder so etwas oder Dinge im Weltraum, die manövrieren können oder so etwas. Kleinsatelliten, die Erzeugung von Schrottwolken könnte im weiteren Sinne auch dazu gehören. Es gab auch immer die Debatte, Laserwaffen und Mikrowellenfunktionen im Weltraum auf andere Satelliten, weil die hohe Geschwindigkeiten haben, zu stationieren. Dann gab es vollkommen unsinnige Ideen wie Space-to-Earth-Systeme, in denen man Metallstäbe abwirbt auf den Weltraum, die gezielt irgendwo wegen der hohen Eingeschwindigkeit einschlagen lässt. Aber ehrlich gesagt, wenn man sich mit manchem von diesen Systemen beschäftigt, dann ist das nicht nur Science-Fiction, sondern irgendwo auch Geldmasche oder zu zeigen, dass man ein genialer Wissenschaftler ist, der Ideen hat. Solche Dinge haben sich eigentlich nie wirklich materialisieren lassen. Und heute ist das größte Problem Antisatellitenwaffen, die von der Erde abgeschossen werden und einen gegnerischen Satelliten treffen können. Dummerweise überlappt sich das mit der Raketenabwehr, denn die Raketenabwehr macht ja nichts anderes, als mit einer Antiraketenrakete auf der Erde abgeschossen einen anfliegenden Sprengkopf zu zerstören. Der Sprengkopf kommt irgendwo her, der wird auch mit einer Rakete bestückt. Aber ein Satellit lässt sich ja viel einfacher treffen, weil ein Satellit permanent um die Erde rotiert. Und wenn er flach rotiert, können Sie mit dem Raketenabwehrsystem, und das nennt man Direct Ascent, also direkter Aufstieg, Antisatellitenwaffe. Und diese Tests haben die Amerikaner schon in 2010er Jahren gemacht. Die Chinesen haben Tests gemacht. Die Russen machen im Augenblick Tests. Das heißt also, Satelliten auf den niedrigen Umlaufbahnen zu zerstören, ist technisch mit konventioneller Technologie nicht mehr so furchtbar schwer. Zumindest gibt es dort diese Tests. Schwieriger ist es, Nutzlasten in den Weltraum zu transportieren, sie mit Lasern auszustatten. Wenn man manövriert und wenn man sich an umlaufende andere Satelliten anschleichen möchte, dann kostet sowas eine ganze Masse Treibstoff. Und das muss man auch berücksichtigen. Ja? Das ist also nicht ganz trivial. Eine Debatte war auch immer Nuklearexplosion im Weltraum, weil die Größe der Explosion, insbesondere der sogenannte EMP, ziemlich groß ist. Und man hat aber durch Tests in den 60er Jahren erkannt, dass bestimmte Schichten in der Erdatmosphäre dann sehr schnell durch radioaktive Teilchen sozusagen oder ja vollgeladen werden und selber dann auch Satelliten auf ganz anderen Ecken dieser Erde tatsächlich in Mitleidenschaft. Und davon hat man Abstand genommen. Das ist ja auch eine irre Idee, aber man hat es getestet und man kann es immer weiter verwenden. Man hat ja genug Nuklearwaffen, ungefähr 13.000 weltweit. Ja? Also jetzt schiebt man diese Debatte so mehr auf Nordkorea oder so. Früher hat man mal gesagt, Russland fängt mit einem nuklearen Blendschlag oder so etwas an. Alles sehr irre Dinge, denn die Wirkungen, die so etwas hat, die sind ja nicht ganz trivial. Nicht? Ich überspringe mal das eine oder andere, weil ich da schon ein bisschen Zeit verloren habe. Wichtig ist, dass Satelliten tatsächlich nicht immer nur funktionieren, sondern eben auch mal kaputt gehen. Und die erste Zeile zeigt den chinesischen Antisatellitentest. Da hat man mit einer Rakete einen eigenen Satelliten, Fengyung 1C, 2007 abgeschossen, in der Höhe von 850 Kilometer. Man hat dort ungefähr 2800 Trümmerteile produziert. Bei den Trümmerteilen ist es wichtig, dass die teilweise sehr unterschiedlich sein können, dass sie auf andere Umlaufbahnen geraten. Wenn man Glück hat, dann fallen die irgendwann mal auch wieder runter. Man sieht aber hier, dass bis heute immer noch ungefähr fast alle auf Umlaufbahnen sind. Die sind katalogisiert, weil man ja nicht möchte, dass zivile Satelliten davon in Mitleidenschaft gezogen werden. Das war ein Desaster, eine hohe Zahl von Debris,
Weltraumschrott ist dann erzeugt worden. Dann hat es zwei zivile Satelliten gegeben, einen amerikanischen Iridium 33 und einen russischen Satelliten Kosmos 2251, die zusammengestoßen sind. Die Betreiber haben das nicht gewusst. Ich bin sicher, dass das amerikanische Militär das gewusst hat. Sie hat es nicht gesagt. Ja. Und wenn Sie sich angucken, auch die Zahl der Trümmerteile ist nicht ganz gering, nimmt aber ab und war natürlich nicht intendiert. Es war einfach, wenn man so will, eine Art von Zufall. Die weiteren, das ist so die Top-Liste der 10 schlimmsten Kollisionen im Weltall, sind dann aber auch Explosionen von Raketenstufen, die sind einfach explodiert und haben Trümmerteile erzeugt und so weiter. Und das ist sicherlich irgendwie das größte Problem überhaupt. Und das ist auch einer der Gründe, weswegen man immer noch vorsichtig ist, was Weltraumtests angeht und was die Zerstörung von Satelliten im Weltraum angeht. Denn Sie müssen immer sehen, alles bewegt sich im Weltraum, ja. Und mit hohen Geschwindigkeiten. Sie kommen überhaupt erst mal in den Weltraum, wenn Sie 7 Kilometer pro Sekunde erreichen. Sonst fällt alles wieder zur Erde zurück. Das sind Newtonsche Gesetze sozusagen. Das heißt, alles bewegt sich dort oben. Und wenn Sie dem etwas entgegenstellen oder es aus anderer Richtung kommt, dann zerstören Sie. Sehr kleine Mengen zerstören dann auch sehr große Satellitenteile. Ein Rechenbeispiel, 1 Gramm Masse bei 10 Kilometer pro Sekunde hat dieselbe kinetische Energie, wie wenn Sie mit 100 Kilogramm und bei 100 Kilometern pro Stunde an die Wand fahren. Ne? Schon 1 Zentimeter große Trümmer können Satelliten zerstören. Satelliten sind leicht gebaut und Sie können die nicht mit dicken Wänden ausstatten. Deswegen ist die Satellit sehr, sehr, sehr verwundbar. Es gibt bestimmte Bänder, in denen in den Weltraumschrott besonders stark vertreten ist. Das sind natürlich die stark genutzten. Ja. Und der bleibt dann auch dort oben. Das ist natürlich alles, was näher an der Erde ist. Schon allein wegen der Erdatmosphäre fällt irgendwann mal herunter. Die Zahl der Teile bei 600 bis 1000 Kilometer wird sich in den nächsten 200 Jahren verdreifachen. Und es kann sein, das ist das sogenannte Kessler-Syndrom, dass wenn ein Satellit einen anderen zerstört dieser, erzeugt er wieder Trümmer und diese Trümmer zerstören wieder weitere Satelliten. Das ist ein Kaskadeneffekt. Und vor dem hat dieser Mann, deswegen ist es nach ihm benannt, Kessler genannt. Wenn Sie die Trümmer zählen würden, die bekannt sind im Weltraum, und das sind nicht viele Staaten, die das genau wissen, dann kommen Sie auf 6.850, die es überhaupt je gegeben hat bei bisherigen Tests gegen eigene Satelliten. Man muss immer wieder sagen, alle Antisatellitentests waren gegen die eigenen Satelliten gerichtet. Also kein Kriegsakt. Aber warum macht man das? Natürlich, weil man glaubt, im Krieg würde man das irgendwann einsetzen. Dann hat man immerhin heute noch 3.472 Trümmerteile, die dort herumfliegen. Ich glaube, ich werde jetzt mal nicht sehr viel zu den einzelnen Weltraumpolitiken sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass da auch noch einige andere Sprecher darauf eingehen. Unter Trump hat man eine eigene Teilstreitkraft gebildet, die man dann Space Force nannte, hat übrigens ein Star Trek-Symbol. Sein Leitsatz war, wir müssen amerikanische Dominanz im Weltraum haben. Man kann Pi mal Daumen sagen, dass die Amerikaner eigentlich sehr lange eigentlich immer die Dominanz im Weltraum hatten, aber er hat das noch irgendwo ausgebaut. Es gibt Dokumente, Pentagon, Doktrinen, bestimmte schwarze Programme, die zeigen, dass die USA in der Lage ist, Weltraumoperationen durchzuführen, sowohl offensive wie auch defensive, wobei das Problem ist, jetzt wieder zu definieren, was ist eigentlich offensiv und was ist defensiv. Also wenn ich etwas anderes zerstöre, dann ist das ja eigentlich offensiv, aber wenn das Argument eben ist, ich zerstöre den, damit der mich nicht zerstört, dann ist es defensiv. Zerstören tut man trotzdem. Ne? Also man muss immer aufpassen bei diesem Vokabular. Die Weltraumpolitiken Russlands und China. Russland hat ein umfangreiches Weltraumprogramm. Xi hat das als große nationale Anstrengung definiert. Und auch hier wird man mit einem chinesischen Taikonauten rechnen, der irgendwann auf dem Mond landen wird. Das wird sicherlich passieren. Es gibt ein Verteidigungsweißbuch, in dem definiert wird, Weltraum, elektromagnetischer Raum und Cyberraum sind Domänen der nationalen Verteidigung. Es gibt genauso eine Space Force in Russland und auch in China.
die eigentlich Ähnliches machen wie die USA. Und man hat in erhebliche Waffentests hinein investiert. Russland hatte, obwohl es ja eigentlich der Herausforderer und Weltraumrüstungsgegner war, sehr viel investiert in den Weltraum, hat dann sehr wenig Ressourcen gehabt und hat jetzt inzwischen wieder einiges getan und hat ein operatives Antisatellitensystem und hat auch Tests durchgeführt. Darauf will ich vielleicht gleich nochmal in ein Beispiel zu sprechen kommen. Und man sagt, naja, Russland und auch China entwickeln sogenannte Killersatelliten. Ist die Frage, was das sein soll. Die USA haben auch diese Fähigkeiten, sagen wir mal so. Es ist also lediglich die Frage, wer wird es als erster irgendwie einsetzen und zu welchem Zweck. Die EU hat ein ziviles Mandat, die ESA eindeutig, hat also gar keine Möglichkeit, trotz Dual-Use-Technologien in diese Sache reinzusteigen, will es auch eigentlich nicht. Immerhin hat die Europäische Union 2007 einen Vorschlag gemacht, einen Code of Conduct zu haben, hat sich eigentlich eher als Vermittler auch zwischen den Großmächten etabliert und hat natürlich trotzdem national, jeder Staat eigene Aufklärungsprogramme, hat die Bundeswehr. Es gibt ein Satellitenzentrum in Torrejón in Spanien und auch ein Kommando nicht weit von hier, das der NATO unterstellt ist und das auch die Situation im Weltraum beobachtet. Aber ist keine Weltraumwaffenmacht, wenn man so will. Ich war allerdings tatsächlich mal bei einer Debatte, in der ein WEU-Vertreter gesagt hat, die Entwicklung zu Waffen im Weltraum wird kommen und Europa muss auch darauf eingestellt sein. Also bei allem Lob für die Friedensmacht Europa, der Druck steigt, auch hier entweder Spielball zu sein oder möglicherweise auch aus defensiven Zwecken etwas entwickeln zu müssen. Das will ich Ihnen ersparen. Das sind diverseste Tests, die man gemacht hat. Da muss man auch nicht auf die Details eingehen. Man hat in den USA in den 50er Jahren begonnen, genauso wie in Russland. Es hat ein koorbitales System gegeben. Man hat hier den einen oder anderen Satelliten mal in der Umlaufbahn zerstört. Aber das sind, können Sie sich an der Hand abzählen. Neuere Antisatellitentests sind von USA 2008, von China 2007. Dann in höherem Maße in den letzten paar Jahren, seit 2015 in Russland gemacht worden. Auch Indien hat versucht, einen eigenen oder hat erfolgreich ein eigenes Objekt im Weltraum durch einen Interceptor, also eine Anti-Raketen-Rakete, abgeworfen. Sie sehen die Zahl der Trümmerteile. Die Chinesen sind da die absoluten Führer. Ob sie das tatsächlich gewusst haben, was sie da anrichten, weiß man nicht. Die US-Tests waren ein bisschen geschickter, weil sie eben von oben erfolgt sind und den Satelliten von oben zerstört haben, sodass die Trümmerwolke sich nach unten bewegt hat. Ja? Also es gibt jetzt in der UN und so weiter dieses magische Wort von dem verantwortungsvollen Verhalten von Weltraumstaaten. Also das gibt es zwar bis ohne, aber Tests machen sie alle. Ne? Also hier ein bisschen weniger Trümmer erzeugt. Auch Indien, naja, das 300 bis 400 Trümmerteile mit hohen Eigengeschwindigkeiten ist keine gute Sache. Bei Russland weiß man es nicht so genau. Es gibt, da will ich jetzt auch vielleicht nicht im Detail drauf eingehen, eine Studie, wenn Sie da Details interessiert, was solche Wirkungen angeht, Secure World Foundation, da sehen Sie, wie der Status der einzelnen Programme ist. Es ist aber alles Forschung und Entwicklung. Es sind keine Waffen bisher in einem Konflikt eingesetzt worden, Antisatellitenwaffen. Es gibt da verschiedene Kategorien. Das wird jetzt so lange dauern, wenn ich die im Einzelnen tatsächlich erkläre. Aber es geht um die Schadenswirkungen in verschiedenen Umlaufbahnen plus den Einsatz von Lasern zum Blenden mehr oder weniger und inklusive elektronischer Kriegsführung, indem man eben starke Energie auf einen Satelliten schickt oder eben auch den Satelliten kapert, indem man die Verbindung ausnutzt und den Satelliten dann unter Kontrolle bekommt. All solche Dinge gibt es und es sind nicht nur diese Staaten, es sind auch andere, die sagen, unser Militär braucht auch Jamming, elektronische Kriegsführungskapazitäten, damit Satelliten über unserem Territorium eben manipuliert werden können. Das muss man leider klar sagen. Das ist ein interessantes Diagramm,
will ich auch nicht auf die Einzelnen zu sprechen kommen. Es ist die Zeitachse, die Sie gar nicht so gut sehen können, 2015 bis 2023, auf bestimmten Bahnebenen. Und es handelt sich hier um einen russischen Satelliten mit dem Namen Luch, der verschiedene andere geostationäre Satelliten besucht hat. Der also bestimmte zivile Satelliten, Intelsat, empfangen Sie TV-Nachrichten, Telefon, Eutelsat, Turksat, also türkische Satelliten, sozusagen ausgebotschaftet haben. Und das in geostationärer Orbit, also in 35.000 Kilometer Höhe. Dann interessante Orbit-Geschichte zu erzählen, dieser Satellit. Ich komme zur Rüstungskontrolle, das war ja eigentlich meine Hauptaufgabe. Und ich weiß nicht, wie viele Minuten würden Sie sagen, habe ich noch? 5 Stunden? Okay, schaffen wir. Sie müssen immer unterscheiden zwischen Rüstungskontrolle und Abrüstung. Abrüstung heißt wirklich Zerstörung von Waffensystemen. Rüstungskontrolle, das zeigt, glaube ich, das nächste Diagramm besser, ist eigentlich besser zu übersetzen mit kooperativer Rüstungssteuerung. Das ist eine Definition, die aus unserem Institut stammt, schon im Jahre 1981. Und da steht drin, es ist eine politisch-militärische Strategie, mit denen Staaten oder Bündnisse trotz bestehender Konflikte und Antagonismen als Partner ihre militärpotenziale Strategien im Umfang der Streitkräfte, Streitkräftestrukturen, Dislozierung, also Verteilung, aufeinander abstimmen. Der Begriff Arms Control ist Englisch, Rüstungskontrolle übersetzt, aber kooperative Rüstungssteuerung ist das Beste, weil sie natürlich mit dem anderen, mit dem sie das aushandeln, in einen Interaktionsprozess kommen. Der Kollege Müller hat da eine gute Definition gebracht. Rüstungskontrolle ist der Versuch, Sicherheit, da kommen wir wieder zum Sicherheitsdilemma, Sicherheit nicht länger durch unilaterale Verteidigungs- und Rüstungspolitik, also durch immer stärkere Streitkräfte, was auch immer, inklusive Technologien, sondern durch das kooperative Einwirken auf das wechselseitige Rüstungsverhalten zu erreichen. Das heißt, sie treten mit der anderen Seite in den Dialog und sagen, wir brauchen doch gar nicht, wir brauchen doch gar nicht 50.000 Nuklearwaffen, lass uns doch runtergehen. Das war im Grunde genommen die Idee im Kalten Krieg. Deswegen sind wir jetzt bei 13.000, aber das Ganze ist jetzt blockiert, eingefroren und Rüstungskontrolle findet dann eben nicht mehr statt. Und jetzt kommt der zweite und wichtige Satz bei dieser Definition. Dabei wandeln sich je nach dem Stadium der Konfliktbeziehung zwischen den Gegnern, die auch Partner sind, Stichwort Ego-Bar, gemeinsame Sicherheit, die spezifischen Funktionen, Instrumente und Erscheinungsformen der Rüstungskontrolle. Und Sie sehen in der Geschichte der Rüstungskontrolle, dass Russland ja auch eine Zeit lang auch noch unter Putin bereit war, Rüstungskontrollverträge abzuschließen. Aber das gegenseitige Verständnis ist flöten gegangen und heute in einem dramatischen Erosionsprozess. Ich gehe hier nicht auf die Details. Es gibt ja heute immerhin noch Rüstungskontrollverträge, die für bestimmte Zonen gelten, Antarktis, Weltraum, insbesondere in der südlichen Hemisphäre, bestimmte Abkommen, die dort verbieten, Nuklearwaffen zu haben, für Afrika, für Lateinamerika und so weiter. Es gibt die chemische Waffenkonvention, die nötig ist. Es gibt den Atomwaffensperrvertrag oder den Weiterverwaltungsvertrag, der multilateral ist, in dem also 204 Staaten Mitglieder sind. Es gibt den Teststoffvertrag, der ist allerdings nie in Kraft getreten. Trotzdem gibt es die Akzeptanz, diesen Vertrag einzuhalten, denn es ist außer Nordkorea kein weiteres Land mehr in Tests hineingegangen. Indien, Pakistan 98, dann Nordkorea, aber dann auch nicht mehr. Das war ein ganz wichtiger Vertrag, der ist gar nicht in Kraft, aber es gibt ein sehr umfassendes Verifikationssystem. Also man kann nicht sagen, die Rüstungskontrolle ist tot und die Abrüstung findet nicht mehr statt. Das stimmt zwischen USA und Russland und das stimmt auch für weite Teile Europas, wenn den INF-Vertrag und den KSE-Vertrag mit einbezieht, stimmt aber nicht für bestimmte Verbotstatbestände, insbesondere im Süden. Und ich denke, das ist vielleicht keine so negative Botschaft. Der Weltraumvertrag ist das einzige vertragliche Regime, es ist ein bisschen mehr als nur ein Vertrag, deswegen nennt man sie auch die Magna Carta des Weltraumrechts, die wir haben, an die wir uns halten müssen und die in den 60er Jahren immerhin auch im Kalten Krieg ausgehandelt worden ist und sozusagen bisher nicht in Frage gestellt. Auch das kann kommen, sei es durch Ereignisse, sei es durch Ignoranz auf bestimmten Seiten. Das steht da auch nur in der Präambel. Und auch in der Präambel steht drin, die Erforschung und Nutzung des
Weltraums werden zum Vorteil und im Interesse aller Länder, ohne Ansehen ihres wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Entwicklungsstandes durchgeführt. Das ist die Ambition. In Wirklichkeit gibt es natürlich wissenschaftlich und wirtschaftlich potentere irgendwelche Staaten, die davon abhängig sind, muss man auch ganz ehrlich sagen. Es ist aber nach wie vor die Sache der gesamten Menschheit. Die Verbotsdachbestände sind nicht sehr stark, aber es sind hohe Normen und es sind auch einzelne Regeln, auf die ich jetzt nicht eingehen will, die auch mit den militärischen nur begrenzt zu tun haben, also das, zum Beispiel die Notifikation von bestimmten Aktivitäten, auf die ich am Anfang schon verwiesen habe. Aber er verbietet immerhin die Stationierung von Massenvernichtungswaffen. Man könnte jetzt natürlich da ein Zusatzprotokoll machen und sagen, gut, wir unterzeichnen den Staaten, akzeptieren, dass wir eben auch keine Satelliten im Weltraum im All zerstören. Bisher machen das nur bestimmte Staaten mit ihren eigenen Satelliten, aber man könnte das natürlich erklären. Man tut es nicht. Das ist das Fatale daran. Nur um mal zu zeigen, dass der Weltraumvertrag alleine nicht alleine steht, sondern dass es weitere Abkommen gibt, die auch völkerrechtskonform sind, in denen auch immerhin einige Staaten mal mehr, mal weniger unterschrieben und ratifiziert haben. Das Wichtigste ist das Weltraumregistrierungsabkommen, in dem der Vertragsstaat verpflichtet ist, seine Weltraumstaats registrieren zu lassen, die Umlaufparameter bekannt zu geben und die Nutzlast. Das Problem ist, einige machen das, manche machen es nicht. Wichtig wird es, wenn es um die Nutzlast geht. Es wäre schön, wenn man sowas überprüfen könnte. Es gibt Dutzende von Vorschlägen, das zu machen. Ist bisher leider nicht umgesetzt worden. Nun, was machen Sie? Können Sie überhaupt machen, um irgendetwas im All zu kontrollieren? Sie können es härten, Sie können es schützen, Sie können mehrere Systeme auf einmal haben, sodass Sie eine Redundanz haben. Sie können vertrauensbildende Maßnahmen einsetzen. Offenheit, Transparenz, andere Staaten einladen. Sie können es auch unter nationaler Kontrolle überstellen. Die UNO hat bis heute keinerlei Funktionen hier auf diesem Sektor. Die Franzosen haben vorgeschlagen, eine Weltraumagentur, internationale Weltraumagentur ist abgelehnt worden, natürlich von USA und Russland, die immer der Meinung waren, sie seien die Führer auf dem Gebiet und sie bräuchten das gar nicht. Und internationale Kontrolle fänden sie gar nicht gut. Sie können Richtlinien einführen, Best Practices, also bestimmtes Verhalten, verpflichtend gestalten, kommen wir darauf zu sprechen. Sie können natürlich Weltraumwaffen verbieten, dazu müssen Sie sie definieren. Das kann man aber machen, wenn man ein gegenseitiges Vertrauen hat. Wenn man das sozusagen wasserdicht machen muss, dann wird es, ist es sehr, sehr, sehr schwer. Und Sie müssen das natürlich nicht nur einhalten, dann, sondern auch verifizieren können. Vertrauensbildende Maßnahmen, das ist immer so die, zwischen dem von einem möglichen Verbotsvertrag, den es nicht gibt, und der jetzigen Situation eben sozusagen der Zwischenschritt. Da gibt es auch Institutionen und auch in der UN Group of Government Experts, die so etwas ausgehandelt haben. Die sind sehr reichhaltig und machen sehr gute Vorschläge, einseitige Erklärungen, nicht als erste Waffen im Weltraum einzusetzen. Das ist nur für das Nukleare, aber hier könnte man das natürlich auch übertragen. Die Schaffung von einem Testlaboratorium. Interessanterweise haben die beiden Administrationen das jetzt gemacht. Das Problem ist, die Russen und die Chinesen halten sich da nicht dran und sagen, wir haben es ja auch immer vorgeschlagen, aber da wollten es die Amerikaner nicht, unter Trump und so weiter. Und die Amerikaner haben natürlich auch viele Möglichkeiten, sozusagen dann doch einzustecken. Also die wirklichen Capabilities sind dadurch eigentlich nicht berührt. Ja. Das ist der Nachteil eines Moratoriums. Die Raketenabwehr befindet sich im Aufbau. Man könnte erklären, man setzt sie nicht gegen Antisatellitenwaffen an. Könnte uns auch die NATO tun. Die hat auch ein eigenes Raketenabwehrsystem. Man könnte einen Code of Conduct verhandeln. Das, was man de facto getan hat, ist, was man nennt Space Traffic Management. Das heißt, eine größere Anstrengung, das, was im Weltraum passiert, zu regulieren, transparent zu machen und verpflichtend einzulösen. Es geht aber sehr stark von dem zivilen Sektor aus. Der militärische Sektor ist geheim und nicht sozusagen nutzbar, angreifbar, integrierbar. Und das ist das Problem. Man könnte viel mehr machen an gemeinsamer Krisen, Umwelt- und Verifikationsmonitoring. Alles sind Vorschläge, auf die ich jetzt auch nicht mehr im Einzelnen eingehen kann, aber die im Grunde genommen tatsächlich möglich wären, wie überhaupt das Rüstungskontrolle angeht.
Experten, ehemalige Diplomaten, Wissenschaftler eigentlich einen ganzen Kader an Möglichkeiten ausgearbeitet haben. Den könnte man aufnehmen, wenn die Staaten es denn wollten. Im Augenblick ist es eben nicht. Ein Verbotsregime, auch diese Vorschläge gibt es auch als tatsächlich ausgearbeiteter Text, würde das beinhalten, das Verbot der Entwicklung, des Tests, der Stationierung, der Herstellung von Weltraumwaffen. Das ist sozusagen der ganze Waffenzyklus. Sehr unwahrscheinlich, dass dieses an sich präventive Verbot tatsächlich dann eingehalten wird. Entwicklung ist schwer zu definieren. Tests werden jetzt schon gemacht. Stationierung, darüber könnte man reden. Und wenn man genau definiert, was denn Herstellung und Anwendung wäre, dann hätte das schon einen enormen, wäre das schon ein enormer Fortschritt. Man könnte bestimmte Waffenprinzipien wie Laserwaffen verbieten. Man könnte sagen, es ist verboten, Weltraumschrott zu produzieren durch militärische Einwirkungen. Man könnte bestimmte Zonen als Sanktuarium definieren. Also, Sie sehen daran, Vorschläge gibt es eigentlich genug. Es gibt auch bestimmte Akteure, ich komme jetzt mal langsam schon auch ein bisschen zum Schluss, die in Genf, in New York bei der UN-Conference on Disarmament, aber auch in bestimmten Komitees Richtlinien erarbeitet haben, Transparenzmaßnahmen erarbeitet haben. Es gibt auch Staaten, die bestimmte Vorschläge gemacht haben. Ich habe den Weltraumverbotsvertrag von Russland und China genannt. Von 2008 die Europäische Union, ein Code of Conduct, der mehr oder weniger aber von der Staatenwelt auch wieder abgelehnt worden ist, weil sie gesagt haben, wir wollen ein umfassendes Regime haben. Das sind allerdings alles Akteure, die international schon auch sinnvolle Vorschläge machen und bei denen sozusagen konträre Länder auch wenigstens in einem Raum sitzen und diese Dinge verhandeln. Das ist auch eine wichtige vertrauensbildende Maßnahme, nicht, dass man überhaupt versteht, was sind denn ihre Aspirationen, an was würden sie sich halten und an was halten sie sich halt eben nicht. Ich überspringe das mal, es gibt auch, das hat sich sehr positiv entwickelt, bestimmte Maßnahmen zur Vermeidung von Weltraumschrott. Das ist im Interesse aller, indem man zum Beispiel bestimmte Objekte verbietet, indem man guckt, dass es keine Explosion im Weltraum gibt und so weiter und so weiter. Im Wesentlichen lässt sich Rüstungskontrolle auch als kooperative Sicherheit definieren. Kooperative Sicherheit funktioniert aber nur, wenn Sie einen rationalen Partner haben oder Lobbyen haben. Das ist die Ambivalenz dieser ganzen Sache. Ursprünglich war das geplant, um einen Atomkrieg zu verhindern. Im Augenblick sind die Vorzeichen sehr schlecht. Russland hat den START-Vertrag suspendiert, vor wenigen Tagen den KSE-Vertrag, der insbesondere unmittelbar wichtig ist für Europa, übrigens auch für den INF-Vertrag, weil eben hier die Systeme stationiert waren und jetzt wieder stationiert werden können. Mehr oder weniger auch ausgesetzt. Das war aber eigentlich das Werk von Herrn Trump, muss man dazu sagen. Kooperative Sicherheit funktioniert nur, wenn sie ein reziprokes Vorgehen haben, also wenn die andere Seite sich in irgendeiner Weise da beteiligt, daran hält und ein gemeinsames Verständnis aufbaut. Auf der Grundlage einer korrekten Einschätzung, das ist auch wichtig, was ist es, was einen eigentlich Sorgen bereitet? Welches System ist es genau? Was für Wirkungen hat das? So brauchen Sie auch eigentlich natürlich eine gewisse Kenntnis. Und es funktioniert nicht im Falle eines Krieges, es sei denn, der Krieg ist zu Ende und eine Partei hat verloren, wie Irak, da hat man auch wieder Rüstungskontrolle gemacht. Und man hat natürlich Kriegsregeln, aber die sind zu unterscheiden von Rüstungskontrolle. Also Kriegsregeln, dass man bestimmte Anwendungen aus humanitären Gründen nicht machen darf, das, was in der Genfer Konvention niedergelegt ist. Jetzt durch den Ukraine-Krieg herrscht eine gewisse Kriegslogik. Das heißt, es geht im Wesentlichen erstmal nur um die Stärkung der Verteidigungsbereitschaft und der militärischen Aufrüstung. Aber man sollte das nicht überziehen. Es kostet uns nämlich alles sehr, sehr viel Geld. Es schafft gefährliche neue Situationen, auch Eskalationen, die möglich sind. Und ich finde, es ist klug, irgendwann wieder zurückzukehren an den Verhandlungstisch und sich zu überlegen, dass man alle diese Dinge vielleicht auch nicht braucht, man sie durch andere Möglichkeiten, die ich auch aufgezeigt habe,
Das wäre es im Wesentlichen, was ich dazu zu sagen hätte. Ich bin sicher, dass wir einigen Stoff zu diskutieren haben. Vielen Dank nochmal für die Aufmerksamkeit und sind alle eingeladen, ein paar